So, willkommen zurück zur Joint Rotor League Season 4 im Winners Brackets Finals Europa zwischen Four Anchors and Sea Captain und Basic the Unknown. Ja, schön für die Leute, die da geblieben sind nach dem Wraith vs. Regal Spiel eben. Ansonsten die neu zugekommen sind. Hallo. Hallo, sagen sich auch die beiden Teams gegenseitig. Wunderschöner Übergang. Hallo, sagen sich die Teams gegenseitig. Wow. Juggernaut Bun, Wisp Bun, wow. So viel zu sagen. Wir schauen mal kurz rein. Es ist das Winner Bracket, ja, aber ich will mal kurz gucken, wo die Teams so vorher durchgegangen sind. Das ist ja auch immer ganz interessant, was die für eine History hinter sich haben. Und zwar ist das so schwer zu sehen. Mithril, da. Ach, ist es denn so schwer? Irgendwie die Joint Rotor Leagues Seite ist da nicht so super. Ich glaube aber, Unknown hat halt letztens auch Goomba geschlagen. Vor ASC ist durch Russisch ist durchgegangen. Keine Ahnung, nicht so wichtig. Der Draft ist auch hoffentlich, die Bannphase ist auch hoffentlich bald vorbei, denn da gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Schauen wir uns mal die Namen an. Ansonsten, vor ASC ist komplett und Unknown, soweit ich sehe, auch. Also hier keine Roster-Changes, keine Stand-Ins. Zumindest keine, die sonst nicht benutzt werden. Wir haben Lightning und Ember Spirit Buns. Komplett andere Buns, wie wir es eben von Asien gesehen haben. Die hatten dort als Perma-Buns tatsächlich Aches und Naga drin. Hier ist es zwar der Juggernaut, der dort auch gebannt wird. Aber Wisp, Lycan und Ember sind hier neu. Schnelle Picks. Pack als First Pick für 4ASC. Auch schön. Cool. Aber Brewmaster Troll direkt von Unknown dazu. Also Troll Carry. Brewmaster Mitte wahrscheinlich. Kann man auch Offlane spielen? Ja. Weiß ich nicht, ob Bumbo den Brewmaster Offlane nimmt. Aber eigentlich nicht. Aber naja, Line noch von der Seite von 4ASC. Ganz wichtig für den Hex, um den Brewmaster vom Splitten abzuhalten. Troll wird wahrscheinlich eher ein frühes BKB gehen, von daher eher in den frühen Stages mit dem Finger vielleicht einen Finger noch drauf bekommen, bevor es BKB fertig hat. Als Support ist es natürlich immer so eine Sache, da vorher fertig zu werden. Vorher Level 6 zu werden, bevor der Carry das BKB hat, ist schon gut, aber je nachdem, wie das Spiel läuft, passiert das manchmal nicht. Der Dazzle Bun von Unknown, der Dazzle Bun für Unknown, denn 4ASC scheint schon zu sehen, so okay, das wird ein bisschen tankiger, das Ganze. Aber wenn man den Dazzle da ignorieren, außerdem Dazzle praktisch für frühe Roshs, wo Troll natürlich auch ziemlich gut ist, für so zu sneaken. Interessant, dass wir noch keine einzige Venge sehen, die ja sonst ein sehr dominierter, semi-dominanter Held im Draft ist und wahrscheinlich auch in der Trivia, dem Aussehen nach zu sehen. Und da haben wir sie schon. Also, auch die ist raus. Vielleicht, weiß ich, 4ASC haben noch sowas wie Tidehunter und sowas, das durchaus noch drin ist. Void, auch noch ein starker Held. Bin auch gespannt, ob wir sowas in die Richtung Space Cow sehen. Baratum, beziehungsweise Spirit Breaker. Wird von manchen Teams ganz gut eingesetzt. Ansonsten Sexy Bamboo Broodmother ist auch noch so eine coole Sache, die ich letztens gegen Goomba gesehen hatte und sehr gut funktioniert hatte. Aber mal schauen, was Matt hier draften will. Anti-Mage als frühe Helden hier auch raus. Alles, was früh Damage macht und früh als Nahkämpfer halt auch schon fighten kann. Sowas wie Slark und Anti-Mage halt raus und Ogre tatsächlich mal wieder. Schön zu sehen, dass man diesen sehr, sehr skill-abhängigen Helden dann doch mal wieder sieht. Nach einer doch etwas längeren Pause, nach der, wo man sich gedacht hat, endlich ist dieser Hero raus. So, es gibt halt nichts Schlimmeres als einen Support, der nach seinem Aghanims Carries one-shotten kann. Mit zwei gut gesetzten Quattro Multicasts. Ja, ist schon böse, aber hey, nach so einer langen Zeit weg. Und ich mag den Hero, weil er ist schön tanky, er ist im Early Game gut, ja, bla bla bla, 7 Armor, 3,2 Life Regeneration und so weiter und so fort. Nach dem letzten Meta hat sich jeder eigentlich ganz gut eingeprägt, was Ogre Magi so stark macht.
Aber jetzt ist er wieder. Besonders hat er Konskudi Bloodlust, die hier Troll und Brewmaster ganz gut helfen sollte. Besonders halt, auch wenn es ins Early Game geht, wird die Bloodlust umso besser, umso wichtiger. Für Lion ist jetzt halt das Problem bei 4ASC, so okay, wir haben drei tanky Heroes. So ein einfacher Finger wird hier nicht zu finden sein. Bisher ist es ein burst-orientiertes Lineup, Puck und Lion. Und ja, erstmal ist noch kein Hero drin, den man mal so schnell pick-offen kann. Selbst Ogre ist da noch zu tanky für, um... Kommt auf seinen Farm natürlich an, aber halt so erstmal Opfer zu sein. Wenn jetzt Basically Lanon vielleicht noch eine Crystal Mane oder sowas picken, okay, dann haben wir ein Opfer auf dem Spiel, aber bisher noch nichts zu finden. Oh, apropos Opfer. Ein weiterer Held, der gerne Opfer hätte, ist ein Nightstalker. Der ist schon ein bisschen besser gegen Ogre, weil Ogre kann halt nicht vom Nightstalker wegkommen, so ist es nicht. Aber wir sind hier nicht im Pub-Doto, das heißt, Rotations werden kommen. Und das ist halt die Frage. Nightstalker, Puck, Lion sind sehr burst-orientierte Helden, die hoffen, dass sie Ganks machen können und Leute pick-offen können. Und ja, wenn das ein Ogre ist, der halt irgendwie 2 Sekunden länger überlebt als der Rest, dann können da halt Rotations schnell reinkommen. Und das könnte ein Problem für 4ASC sein, wenn sie noch mehr in Richtung Ganks gehen. Wenn Unknown jetzt hier zu viel Tankiges picken, wenn sie irgendwas Defensiveres noch picken. Mit dem Ogre ist schon aggressiv genug, würde ich jetzt mal sagen. Haben halt einfach Stunts da. Pick-off-Helden. Ja, was Defensives muss da noch kommen. Train Protector, so viel zu defensiv. Okay, krass defensives Lineup von Unknown. Aber ich glaube mal gegen 4AC genau richtig, weil Brew und Troll können jetzt schon das ganz locker outcarryen. Tree wird auch im Late-Game durch deinen Massenstun, der durch BKB durchgeht, auch nicht unbedingt schwächer. Gleichermaßen ist es im Early-Early-Game sehr gut und Unknown hat ein krass sehr Early-Lineup. Treen und Ogre sind auf Level 1 ziemlich stark. Treen mit Leech Seed und Boots und 100 Attack Damage. Und ja, auch Troll mit einem Early-Slow oder ja, Brewmaster auch mit einem Clap. Die können auch schon früh fighten. Das ist zum einen halt wichtig, zum anderen ist es halt auch das Problem, dass je später es wird, desto Tanker werden alle. Und dann wird es umso schwieriger, da halt wirklich Pickoffs zu finden. Ja, müssen wir sehen, ob das halt so der Fall wird oder ob... Keine Ahnung. Wenn vor Anchors und Sea Captains hier snowballen, wird das schwierig. Ansonsten... Naja. Kann hier auch sehr schnell das Momentum abgegeben werden, was vor Anchors und Sea Captain unbedingt brauchen. Also ein sehr, sehr gegenklästiger Lineup vom Sea Captain mit Timberman, aber muss mal gucken. Und ein bisschen Teamfight ist jetzt hinzugekommen, ja. Zumindest vom Split und so kann man abhalten. Glimpses sind schön für Pickoffs, die ja für Helden out of position sind. Das heißt, sie haben jetzt immerhin was generell Helden ganken kann und was Leute pickoffen kann für out of position Helden. Immerhin. Aber weiß ich nicht. Die Frage ist halt, ob es genug ist. Disruptor Lions sind gut, aber sind halt jetzt nicht so Play... Also doch, Disruptor Lions sind starke Playmaker. Aber Unknown hat ein sehr defensives Lineup. Mal schauen, was da sonst noch so kommt. Slaughterban. Slaughter wäre ein schön passend aggressiver Carry dafür. Würde halt auch einen Roshan ermöglichen. Und ja, würde das Ganze halt so eine All-In-Early-Push-Strat laufen lassen. Nicht Tower-Push, sondern Hero-Push. Das wäre ein bisschen schwierig. Andererseits ist halt das Problem, Brewmaster ist ein ziemlich guter Pick gegen alles. Und schöner Respect-Banner an Sexy Bumbo für die Broodmother hier. Die wäre durchaus ziemlich gut hier gekommen. Und ich bin mir vielleicht sicher, dass das eventuell auch von Matt gedraftet werden würde. Aus dem sehr knapp bei 0-1 doch noch Brutmother rausgenommen. Vielleicht haben sie sich da ganz knapp noch dran erinnert, dass da ja mal was war. Tja, Unknown brauchen jetzt eine Offlane. Irgendwas, was dann halt fighten kann. Centaur, Clockwork. Vielleicht auch einfach ein Void. Einfach um mit der Chrono halt den Fight zu verlangsamen. Denn im Five-Man
würde ich mal sagen, sind an 9 stärker, wenn sie jetzt nicht alle in so einem Genetic Field hängen oder sowas. Das ist natürlich klar. Und ein Bounty Hunter wird es. Ha. Unknown doch ein bisschen aggressive. Ja, Matt sieht halt, okay, Lion, Disruptor, Puck eventuell sind halt alles Helden, die man im Bounty Hunter schon snipen kann. Je nach Farm natürlich. Und wenn sie halt solo rumhauen, besonders wenn es ein Ganking-Lineup ist, sind so Tracks halt doch schon recht wichtig. Daher ist es hier nicht unbedingt ein aggressiver Bounty Hunter, sondern auch ein bisschen defensiv. Muss natürlich aufpassen, Nightstalkers bei Nacht mit Arganims und Gem ist natürlich bei Bounty Hunter so eine Sache. Aber wenn es so spät wird, hat Unknown sowieso den Vorteil. Okay. So viel zu, wenn es late wird, hat vor ASC den Vorteil. Suddenly packen der Sea Captain packt seine Sirene aus. Und auf einmal, hat vor ASC genau das Lineup, um Ultra Late zu gehen. Um 4 Protect 1, beziehungsweise 4 Make Space for 1 machen. Und auf einmal sieht das ganz anders aus. Das ist ein ziemlich cooles Lineup, um halt wirklich Space zu createn für die Naga, um fett zu werden. Und dann halt einfach das Late Game durchgehen. Eine fette Naga, ein Disruptor für zum Sichergehen, einen Pack, um ein bisschen Split zu pushen und einfach den Nightstalker, um Division zu geben. Das könnte aber auch Late Game ziemlich scary sein und ziemlich viel Control aufbauen. Aber wie gesagt, Unknown haben durchaus die Möglichkeiten, das da in 20 bis 30 Minuten Präferenz da zu dominieren. Aber gut, auf der Seite von Basically Unknown haben wir Maguma und Bucking Matt. Tree und Ogre Supports. Die supporten Mind Control. Paris ist auf Brewmaster hier auf der Safe Lane. Also wird es wohl doch ein Troll Mitte. Brewmaster Safe Lane. Und es lässt zu guter Letzt Sexy Bimbo auf dem Bounty Hunter. Nicht klar, ob Mind Control jetzt Sokschka war oder nicht. Aber anyway. Chat. So, na gut. Vorher ist sie. Großes Sea Captain Matumaman auf der Naga Siren auf der Safe Lane anscheinend. Ja, klar. Nemphi geht auf dem Nightstalker in die Mitte. Wir haben erstmal ein Battle auf den Runen von Trixie und Valix, die auf den Zobatzer noch hinzukommen und ziemlich viel Action hier machen. Und eventuell Trixie wird das First Blood von Maguma geholt. Die Armor ist vielleicht hier auf dem falschen, aber hat gereicht. Sexy Bimbo kommt tatsächlich mit 21 Leben weg, kriegt hier eine Salve und kann direkt weitermachen. Auch praktisch. Und zu guter Letzt Boogie auf dem Park auf der Offlane. Der hier bisher gegen den Dual Lane klarkommen muss. Mit Tree und einem Brewmaster und einer Pause. Und ja, Tree keine Boots First. Und Park hat auch keine Boots First. Aber Tree hat mehr Movement Speed. Daher kann er den eigentlich schon ganz gut zonen. Mal schauen, wie weit die Zoning Capabilities hier von Tree rauskommen. Ja. Schon nachgucken. Tja, dann haben wir ja das hier. Microsoft, okay. Microsoft ist nicht Sokschka, okay. Just to be sure. Namen muss man auch erstmal lernen irgendwann. So, ein Go weiter und dann schauen wir mal zum einen, wie Boogie auf der Offlane hier klarkommt. Und zum anderen, wie die Dual Lane hier mit Maguma und Sexy Bimbo klarkommt. Mit einem Bounty, der natürlich aktiv werden will. Und natürlich auch gegen die Supports gut klarkommt. Und hofft, dass sie ein bisschen die Naga hinein können hier. Und auch sehr aggressiv sind, aber müssen halt wieder zurückziehen hier. Denn die Supports sind da und die Supports sind nicht am Rotieren, wie anscheinend Unknown gerade davon ausgegangen ist. Sehr aggressiv. Und ziehen hier einiges an Damage. Ja, sehr aggressiv, aber das Mid-Lineup sieht ähnlich aus. Wir haben zwei Helden, die sich gegenseitig in your face gehen. Ja, Nemphi und Mindcontrol battlen sich hier um CS. Bisher sieht es sehr even aus, aber Mindcontrol hatte die Nase vorne wegen Ranged Attack. Das ist einfach so ein Faktor, der natürlich da positiv dem gegenübersteht. Ja, Bimbo hat noch ein paar Tangos, aber generell ist es eine Lane, die stark harassed. Besonders weil beides Melee sind und gegen Riptide als Melee-Supports und als Melee-Helden überhaupt zu kämpfen, ist halt so eine Sache. Es macht keinen Spaß. Mind Control ist außerdem relativ low, aber Nightstalker auch.
Beide haben noch einen Tango, ein, zwei Tangos sind am Tangoen. Aber natürlich, Living Armor ist da so ein Faktor, den man nicht vergessen muss. Besonders bin ich mal gespannt, ob hier in der Mitte irgendwann, oder ob hier Ghosts gemacht werden und die Living Armor wird vergessen. Weil dann kann das ziemlich schnell geturnt werden. Rune secured, Illusion Rune für Tree. Auch ganz praktisch. Illusions machen auch schon ganz guten Damage. Aber trotzdem... First Blood ist zwar raus, aber ansonsten passiert ja auch recht wenig. Muss man sagen. Troll lastet ganz gut, Brewmaster lastet ganz gut bisher. Unknown ein bisschen die Nase vorne, aber das liegt auch in den Dual Lanes, die unten trotzdem Space haben. Kommt tatsächlich Brewmaster alleine auch klar. Paris gegen Boogie. Aber Troll wardet in der Mitte, holt tatsächlich Nymphy. Mit vollem Leben. Okay, was ist da passiert? Crap. Naja, es war kein First Blood, ich habe kein First Blood verpasst. Ha. Obwohl das nicht wirklich ein Issue ist. Tobi ärgert sich darüber immer, aber naja. Kommt vor, kommt vor. Mal gucken, ob hier Vision Detection ist nicht da. Megumi geht nochmal kurz rein, okay. Wird dann aber hier bezahlen. Und gibt einen schönen Kill an diese Tri-Lane. Frage ist, ob hier Valex eventuell... Ja, wird hier nochmal, kann nochmal Invis werden. Ah, oh, schöner Hex und wird jetzt hier gejuckt. Aber ist Invis. Und die wird natürlich auch direkt abgebrochen. Nee. Sollte aber hier jetzt abgebrochen werden. Ja, Bounty Hunter in your face kann halt schön die Supports ärgern. Oh, noch gerade so ein Long-Range-Attack. Und Sexy Mobo holt sich den Kill, kann also tatsächlich noch weiter auf Trixie machen. Jetzt hier auch zurück zum Tower gehen muss. Tja. Bounty Hunter hat schon ein bisschen... Hat schon eine gewisse Zoning-Fähigkeit, besonders für Supports. Und halt noch keinen einzigen Sentry Ward hier. Ist halt ein bisschen ein Problem. Okay. Bambu, sehr, sehr schneller Disconnect und Pause. War eine Autopause? Ja. Aber war halt mitten im Attacken und ist auf einmal direkt disconnected. Also von daher, ein Timeout kann das nicht gewesen sein. Muss wohl kurz reconnecten. Und dann geht's auch schon weiter. Oder so. Ready, aber vorher ist sie noch nicht ready oder sie hat noch nicht die Pause mitbekommen. Naja. Auf der Bottom Lane, was haben wir? Pack 10 zu 3. Ist natürlich für eine Offlane ganz gut, aber es ist noch eine Dual Lane. Darf man auch beachten. Tree hat tatsächlich schon 9 Last Hits auf die Creeps bekommen. Ein schönes Set auch. Agraik, Flourish. Nicht schlecht. Muss jetzt auch gucken auf die Rune. Boogie könnte die eventuell snipen. Ja, Dingens kommt runter. Von daher kann Tree da eigentlich nicht hingehen. Sind halt zu zweit. Aber kann halt auch einfach Boogie durchaus ein bisschen die Faust geben. Oder die Wurzel. Muss immer das hin. Aber kriegt jetzt hier immerhin ein paar Creeps. Was mir halt hilft. Er ist jetzt nicht so das Problem, dass er jetzt wirklich um jede Wave kämpfen muss. Aber ein paar Bonus-XP, besonders jetzt hier im Wald oder so, in den Pull quasi abhält. Und noch Last-Hit-Zibbel bekommt. Das finde ich auch ganz schön für Boogie. Jetzt wird... Ach, ein Go zum Farmen gemacht, okay. Na schon so, okay. Troll ist nicht in der Mitte und aktiviert sein Ulti. Wird da etwa eine Gank passieren? Nein, wird es nicht. Oh, das ist bitter. Der Ward ist drin, aber er ist sneaky platziert hier von Bamboo. Aber jetzt, glaube ich, wird es Valex gleich finden. Oder? Na, er findet es noch nicht. Kommt nicht ganz klar mit dieser Ward-Position. Bambo hat jetzt auch seine Bottle und kann ein bisschen aktiver sein, aber wahrscheinlich Supports kommen. Glimpse ist nicht vorhanden, aber das Kinetic Field sollte ausreichend sein. Und wir wollen wieder ein Go auf Maguma machen. Der komplette Stun ist da, aber Matumba Man wird hier sehr low und Bounty Hunter holt sich eventuell den Kill hier. Oh, und kriegt den Kill tatsächlich auf die Naga. Das ist groß. Und keine Detection, keine einzige. Der Sentry kam zu spät. Und oh, Bambu überlebt das tatsächlich mit 40 Leben. Es ist bitter. Dass die Naga da stirbt, ist eine Katastrophe für 4ASC, die halt wirklich... Ja, Naga ist ihr einziger Plan, den sie haben. Und jetzt holt Bambu auch noch den nächsten. Trixie geht down. Mit kaum Leben. Den Permastun. Oh, oh. Dieser Bounty wird ein großes Problem dafür. Jetzt erstmal Mindcontrol in der Mitte. Macht Go auf Nymphy und holt sich den Kill. Mit Double Damage Rune und Ulti ist es natürlich doch sehr einfach. Einzige, was vielleicht noch funktioniert für 4ASC, ist die Bottomlane, wo Boogie gut was bekommt. 19 zu 3.
ist fast genauso viel Farm für die Naga. Oh, das ist schlimm. Ja, Troll bei 44 Last Sits. Uncontested. Paris hat natürlich. Wird contested, kann eigentlich nicht so viele haben. Aber jetzt kommt der Troll halt rein. Macht auf Boogie den Go. Aber Boogie kommt da wahrscheinlich einfach raus. Nein, wird einfach gedived. Nein. Haste Rune. Wird ihn wahrscheinlich noch holen. Aber Haste Rune läuft. Nee, läuft nicht ab. Aber will es eher sicher spielen. Hätte aber durchaus den Kill noch bekommen können. Besonders weil auch Boogie noch geblieben ist. Paris hat allerdings nicht so schöne Karten dagegen gezogen. Versucht jetzt wegzukommen, aber es ist Nacht. Und everyone fears Nightstalker at night. Holt sich noch den Kill. Als letztes mit einer Void. Und es steht 6-2. Immerhin ein paar Kills, aber ja, Mitte geht dafür mit einem letzten Clubbing von Bucking Matt auf Trixie down. Der sich natürlich auch ein bisschen auf Geld oder irgendwas freut. Ah, muss ja aufpassen. Tree ist halt nicht da, um zu protecten. Bucking Matt steht ein bisschen auf Kader rum. Könnte sich zumindest in die Bresche werfen, aber nicht nötig. Es geht zurück. Allerdings, Naga, guck mal vorbei. Ja, Naga, ich glaube, wird jetzt die Mitte übernehmen, sobald Nemphi da anfängt zu rotieren. Es ist sehr schwierig, dass Naga nicht wirklich konstant im Farmen sein kann. Auch Valix ist so defensiv. Das ist krass, welcher Space einfach hier Bamboo erzeugt. Holy crap, what a space. Uns mal nach 7 Minuten 33 Grafen an, die krass in Favor of Unknown sind. Holy crap. 4000 Gold und 2000 XP. 7-2 vorne. Guck dir diesen Networth-Unterschied vom Troll an, der richtig groß ist. Farmt auch immer noch das große Camp. Nutzt die Lanes, nutzt, wenn sie gerade rauspushen. Und ja, 4000 Networth. Nicht schlecht. So, auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Bounty und Naga ist alleine im Jungle. Ist natürlich ganz praktisch, denn hey, sie hat kein Mana. Kann man ein bisschen ärgern. Trotzdem passiert aber sonst erst nichts. Beide Supports allerdings sind oben. Können sich jetzt Tanks im Bambo denken, hey, okay, die sind alleine. Lass die mal holen. Diven easy. Hat auch eine Urne, würde die gerne bald mit Charges füllen. Aber ja, da ist eine Sentry Ward. Könnte eventuell gedacht haben, dass es die Sentry Ward war hier, die ja auch rausgelaufen ist. Von daher, Möglichkeit da, dass Bambo hier overextendet und diese Sentry nicht bemerkt. Kann sein. Werden wir gleich sehen, ob hier einfach ein Go wird, Go kommt oder... Aber okay, der wurde gesehen, der ist in Tower Range. Und schon wieder der Go in der Mitte auf Nemphi mit dem Ulti und mit Bucking Mads Leech Seed. Ist es sehr stark, aber Mind Control wird jetzt hier gefangen? Kommt da raus? Was? Das sah komisch aus, okay. Warum auch immer der durchgekommen ist, ich glaube nicht. Eventuell war das mit dem High Ground, das halt das Feld hier war und der war schon hier oder so. Das sah sehr buggy aus. Tja, Paris ist bei 1000 Gold auf dem Weg zum Blink Dagger. Bumbo 800 Gold, aber ja. Hat halt hier auch nichts zu finden eigentlich. Naga jungelt und Naga ist jetzt so ein Held, den er nicht töten kann. Was er halt hofft, ist, dass die Supports vielleicht rotieren. Aber auch das ist nichts. Nemphi wird jetzt hier nächster Go gemacht, so wie das aussieht. Oh, ist viel zu weit draußen, ist sehr stark geslowed. Wird hier gegoat, eventuell ein Trackkill für alle. Ja, Trackkill, much gold für viele. 500 Gold jetzt hier. Was kommt da für Bamboo geflogen? Das ist Faceboots. Ja, noch weniger Chance von dem Bounty wegzukommen. Finde ich jetzt hier eine Bounty-Rune für den Bounty. Auch schön. Tja, aber Boogie ist schon ein bisschen weiter als Paris zum Blinkdagger, aber der hat auch Power-Treads geskippt. Von daher ein bisschen mehr squishy. Muss man jetzt sehen, ob das den Ausschlag geben, ob hier... Boah, sie brauchen halt irgendwie einen Blinkdagger. Sie müssen halt irgendwas tun. Bisher können sie farmen und hoffen, dass Bamboo sie nicht auseinander nimmt. Und ja, das ist kein angenehmer Spielstil. Und Paris geht dann einfach hin, hat mehr Movement Speed, aber kommt nicht rechtzeitig hin und Valix läuft einfach weg. Trixie und Nemphi versuchen es jetzt mal im Smoke Gank, haben einen Tree in der Mitte. Hier wäre einer der einfacheren Kills. Haben wir jetzt gesehen, dass er nach oben rotiert ist, oder? Ja, nicht sicher, anscheinend nicht. Von daher halt nur schneller zu Lane und Line, gucken nochmal, dass er irgendwo wardet. Trixie wardet wahrscheinlich aggressiv hier.
Da. Nein. Na gut. Oh, weiter unten. Na gut, weiter unten. Wenn man die Lanes sieht und die Rotations, die nach hier laufen. Auch gut. Hauptsache halt den Dschungel hier unter Kontrolle. Außerdem halt nicht das Camp hier blocken. Was ja ungefähr bis hier hingeht. Denn dann ist der Ward halt recht eindeutig. Top Tower ist jetzt gepusht worden. Und Bambo ist weiter, wieder 1000 Gold. Wieder 1000 Gold. Und ja, nächster Kill folgt bestimmt sofort. Mal schauen, 8 zu 2 ist noch nicht so viel, außer ein bisschen Naga da. Aber bin gespannt, ob hier vielleicht ein Degen-Bild irgendwann kommt. Naga muss auf Fighting-Bild gehen, 400 Gold, also noch nichts auf der Naga. Erste Support-Rotation kommt rein, auf Mic-Controller direkt mal slowed. Muss hier eventuell Song eingesetzt werden. Oh, kein Mana. Muss jetzt aber schnell botteln, um den Song zu bekommen. Auf der anderen Seite haben wir Sexy Bow, der sich dachte, hey, auf dem Weg. Ah, ganz knapp. Aber da kriegt er noch einen Kill hier. Maguma holt sich den Kill mit einem Damage over Time. Ja, eventuell reicht der nicht ganz. Ne, reicht nicht ganz, um hier hin zu werden. Aber, aoe, reicht. Dominating Streak von Sexy Bow geht hier down an Naga. Suddenly, 1000 Gold. Und vielleicht ist das der erste Weg, um ein bisschen wieder ins Game reinzukommen. Und für die Hoffnung bekommen, hey, okay, ich kann mein Relic auch doch irgendwann in unter 30 Minuten bekommen. So sah es nämlich am Anfang definitiv nicht aus. Ist ein Split? Nee. Ja gut, 6 Minuten später, wir schauen uns mal die Grafen an. Die haben sich tatsächlich gar nicht so sehr verändert. Auch der Kill eben auf Sexy Bambo hat nicht so viel gebracht, wie ich hätte gedacht. Nymphie guckt hier nochmal vorbei. Trixie ist da low, hat aber einen Finger. Von daher, Bambo will da vielleicht nicht unbedingt so reinfeeden. Tower unten ist down. Von daher kommt demnächst Matt, wird jetzt wahrscheinlich in die Mitte rotieren. Und Bambo macht den Wraparound, versucht hier Trixie zu finden. Aber Trixie juked halt auch so ein bisschen rum. Die finden sich untereinander nicht. Okay, jetzt haben sie sich gefunden, aber müssen halt warten. Jetzt, glaube ich, wird gleich der Go gemacht, sobald hier Matt ankommt. Da kommt er. Direkt die Armor. Wunderschön on time. Aber Kill ist da. Erster Track ist da. Zweiter Track ist auch draußen. Oh, Multicast und zwei Tracks auf fast das komplette Team. Split ist da. Tower geht auch noch down. Das ist mal ein starker Fight. 2000 Net Worth Exchange plus Tower hier rausbekommen. Und ja, da hat so ein hat einfach mal der Storm Panda noch die Nagel gefunden. Einmal 4 Sekunden am Farm abhalten. Und hat so ein bisschen Angst haben, dass in den 4 Sekunden das Team vorbeikommt. Besonders wenn erstmal das gesamte gegnerische Team, also das gesamte Team von Matt hier einfach mal so die auf der Minimap nach oben zischt. Ja, Tree hat bald schon sein Mecha fertig. Ist tatsächlich ganz gut am Farm. 26 Last Hits. Für ein Tree natürlich. Mal gucken, ob irgendwann mal hier ein Agnes kommt oder ob das halt nicht so sinnvoll ist. Wahrscheinlich eher nicht, besonders wenn wir einen, wenn wir einen doch dominanten Nightstalker haben, der mit einem Gem und einem Agnes oder so doch sehr schnell die Bäume wegmachen könnte. Aber dominanter Nightstalker sieht anders aus. Sehr ist Nymphie noch nicht so dominant sein können. Andererseits auch Paris hat noch nicht so wirklich einen Impact gehabt. Er hat jetzt hier geholfen, die Mitte zu pushen, aber jetzt schauen wir auf den Go. Multicast ist an. Natürlich ist da auch noch der Track drauf und wieder Easy Tracks. Sexy Bow ist immer da, wo er gebraucht wird. Und holt wichtige Kills hier. Ist auf dem Weg tatsächlich auf den Degen. Degen first, Sexy Bow, Next Level Stuff, bzw. Pub Stuff. Mind Control versucht hier ein bisschen reinzumachen. Hat sehr große Probleme. Tree Armor ist jetzt weg. Geht wahrscheinlich jetzt down. Versucht hier hoch zu botteln. Und es schafft es tatsächlich zu überleben. Und ein richtig großes Mad-Ulti. Trixie wird jetzt wahrscheinlich down geklappt von diesem riesen fetten Baum. Aber nein, Brewmaster kommt vorbei. Paris klaut sich den Kill. 3 zu 0 der Trade hier. Und ja, Unknown sind on fire. Und lassen vor ASC keinen Raum zum Atmen. Also technically haben sie Raum zum Atmen, denn Naga wird einfach komplett ignoriert. Das Problem ist, wenn Naga ihr Relic hat, oder wenn, ja, wenn Unknown anfängt, die Naga nicht mehr zu ignorieren, hat auch vor ESC keine T2-Tower mehr.
Da wird es eventuell zu spät für die Naga. Sieht stark danach aus. 16 Minuten, 2500 Gold. Ist nichts, wo man als Naga von träumt. 16 Minuten ist die Zeit, wo man schon einen Radiance haben könnte, wenn man Freefarm hätte. Aber ja. Naga und generell Voreinkasten Sea Captain sind sehr weit entfernt von einem perfekten Spiel oder von. Tja. Von einem perfekten Game. Oder von Space irgendwie. Die Bewegungen hier. Alle hier hinter. Sehr viel Space und Dagen ist jetzt auf dem Bounty Hunter fertig. Das sind Solo-Kills, die hier rauskommen. Weiß nicht, das sind Magical Damage 300, 700 plus die Shuriken sind 800. 800 Magical Damage? Schwierig für 600er Line. Von daher. Mal schauen, Valex hat jetzt hier gesehen, dass Roshan am Goen ist. Sie sind noch halt alle da, bis auf Naga. Und das ist ein großes Problem. Denn Unknown ist komplett da. Sind sich halt nicht sicher, wie das ist. Song Initiation könnte auch mal irgendwann kommen. Wir sehen halt immer noch das Static Storm, der noch da ist. Irgendwann mal benutzt werden könnte, aber bislang noch nicht. Die Combo ist halt schon in den Herzen vorhanden. Ein schönes Song. Drei Leute zusammengefunden, Kinetic Field, Kinetic Storm, Static Storm und dann burstet der Pack rein. Das ist der Dream. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Unknown ihn geben wird. Sexy Bombo wird immer hinter den Leuten sein. Paris wird hauptsächlich wahrscheinlich am Splitten sein. Sieht schlecht für VSC aus. Sind sehr weit hinten. 4 Minuten nach dem letzten Graphen gucken, hat es immer noch weiter 12.000 Net Worth vorne und 7.500 XP. Holy crap, this game is so over. Caster Optimismus. Ah, ist noch alles drin. VSC müssen sich sehr anstrengen, um hier wieder zurückzukommen. Ja, und Twitchstream würde sagen, Kappa easy win. Und Failfish vor AC. So, Trixie wird jetzt hier angegangen. Ah, kein Track. Sexy Mabo, wo ist er? Verschenktes Gold. Blinkdigger für Troll. All-in-Dive-Mode activated. Wir haben halt den Track draußen auf Naga. So, und Mind Control steht da und holt den Tower. Ist nicht viel, was VSC dagegen tun können. Würden gerne auf den Lion warten, denn er hat einen Finger und ist einiges vom Damage, den VSC gerade tatsächlich hat, als Support. So. Und Naga geht jetzt rein, aber er generiert sogar tatsächlich noch mehr Leben, auch mit der Armor vorne. Können sie ihn einfach nicht angehen. Versuchen jetzt ein bisschen zu bursten, während die Tree Armor down ist. Aber der Tower ist schon fast down. Und das komplette Team Unknown steht halt immer noch hinter. Dagen Level 2. Tja, ich glaube für Disruptor beginnen schlechte Zeiten. Das ist immer noch ein One-Shot. Die Sentry Ward steht jetzt immerhin, aber mal schauen, ob sie die Ward und einfach Valix holen. Aber nein, Minecraft schert sich nicht. Objective-Based Gaming, einfach rein. Er ist gut sichtbar. Schöne Positioning von Sexy Bambo, aber Songs an und oh nein, er wird von den Magic Immune Pandas getötet. Dieses Game ist sehr, sehr over und vor euch, sie können absolut nichts gegen tun. Unknown super dominant, super stark gespielt von Sexy Mabo, der das Spiel prinzipiell alleine gewonnen hat, zusammen mit Mind Control, der seine Lane einfach gewonnen hat. Paris, ja, ist da. Matt hat ein gutes Ulti gemacht, aber das wird halt niemand gebraucht. Jetzt kommt ein wunderschönes Ulti und immerhin der Aegis ist weg. Paris kommt low, wird vom Tower wahrscheinlich gebürstet, aber Matt Winder, wunderschönes Ulti. Bambo ist immer noch am Leben. Holt sich jetzt noch Healing Kill, Track auch keine Lust gehabt. Trixie kommt noch weg, aber GG von Matoma Man, zu Recht. Nach 20 Minuten Pubstomp wurden vor SC hier derbe geholt. Und ein klarer Stomp für Unknown in Game 1. Well. Schauen wir mal, wie es in Game 2 läuft. Das war doch ein sehr einseitiges Spiel. Wie man auch sehen kann. Sexy Mabo 6-1, Mind Control 5-0, haben das Spiel alleine gewonnen. Starkes, starkes, starkes Spiel. Obwohl Bounty hat tatsächlich Gold pro Minute 400 nur. 420 Blaze it? Wait. Ja. On fire. On fire.
Gut, Spiel 2 wird wahrscheinlich danach mit einem mehr oder weniger demotivierten 4AC beginnen. 5 Minuten oder so, stay tuned.